Jo Leute, was geht? Freunde, spielt niemals das Spiel Roblox Doors. Heute ist es endlich soweit. Viele haben in den Kommentaren geschrieben, ich soll doch einfach mal Roblox Doors spielen, Freunde. Das soll nämlich das beste Spiel sein, das in Roblox raus ist. Und es soll ziemlich gruselig sein. Und ich würde sagen, wir werden das Ganze mal testen und mal schauen, durch wie viele Räume wir am Ende kommen werden. Und Leute, wenn ihr wollt, dass wir dieses Spiel mal durchspielen in dem zweiten Part, weil ich mir ziemlich sicher bin, wir können das unmöglich schaffen. Aber wer weiß, wie weit wir kommen, dann lasst ein Like da. Und bei 3000 Likes gibt es den nächsten Part. Okay, Leute, da ist auf jeden Fall unser Skin und wir gehen erstmal in eine Lobby rein und dann starten wir mal ein Match. Alter, die Musik ist ja richtig geil. Okay, wir starten erstmal, Leute, ganz entspannt so hinein in die Runde. Und dann würde ich sagen, auf geht's ins Hotel, Leute. Denn wir sind in diesem Spiel in einem verlassenen Hotel, das hoffentlich von keinen Monstern besucht ist. Aber ja, wir sind auf jeden Fall hier angekommen, Leute. Da ist das Hotel und ich muss sagen, ey, ziemlich schöne Lobby. Hier so ein schöner Kamin. Da ist die Uhrzeit und wir haben gerade, ja, Viertel vor eins, also sehr spät nachts. Naja, und es regnet draußen. Das ist nicht gut. Also ich finde es eigentlich ziemlich cozy. Viel, sehr angenehm hier. Okay, hallo. Ich möchte gerne meine Karte abholen. Hallo. Hey, hallo. Nein, ich habe die Klingel kaputt gemacht. Sie funktioniert nicht mehr. Hallo, kommt denn überhaupt jemand? Gut, muss ich mir meinen Schlüssel wohl eben selber abholen. Yo, was ist das für ein Foto? Das erinnert mich an dieses eine Trollface-Meme. Dieses Gemälde heißt emotionaler Mann. Na gut, okay, dann schleichen wir mal hier durch. Gut, ich hoffe, der hat nichts dagegen. Oh, guck mal, das ist der letzte übrige Schlüssel. Tür Nummer 1. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Und rein da in mein eigenes Zimmer. So, willkommen in meinem Suite-Zimmer. Warte mal kurz. Was ist denn das für ein Zimmer? Na gut, ich, ist das irgendwie eine SCP-Kreatur? Greediness. Was sind denn das für Sachen? Na gut, wir gehen einfach mal rein. Und ich merke es gerade, die Musik ist weg. Es ist nichts mehr von diesem Angenehmen. Naja, okay. Oh, alles klar. Okay, dann gehen wir mal rein, Freunde. Ich habe dieses Spiel nämlich nie wirklich richtig zu Ende spielen können oder so. Ich habe mal ganz kurz angecheckt. Und man kann sich verstecken im Kleiderschrank. Okay, alles klar. In jedem Horrorspiel kann man sich verstecken. Aber hey, der Teppich gefällt mir. Immerhin ist das schon mal ziemlich cool. So, was ist hier in der Tür? Oh, das ist schon wieder dieses Troll. Face. Okay, vielleicht finden wir irgendwas Brauchbares hier drin. Oh, guck mal. Schlüssel Nummer 3. Das ist schon mal gut. Und wir haben Geld gesammelt. Nice. Was war das für ein Geräusch? Da hinten kam ein Geräusch raus. Hallo? Oh Gott, das wird ja immer gruseliger, Alter. Wir sind gerade in Tür Nummer 3 erst angekommen und ich glaube, das geht bis über 1000 oder so. Ich habe keine Ahnung, wie weit es geht, aber es gibt sehr wenig Leute, die dieses Spiel durchspielen konnten. Was ist denn das für ein Geräusch? Hallo? Bro. Kann ich durch diese Tür? Ich weiß gar nicht, kann ich... Nee, durch die Tür kann ich nicht. Ey, die hat übrigens gar keinen Griff. Ich weiß nicht, ob man daran erkennen kann, dass das eine Fake-Tür ist. Aber ja, wir gehen einfach mal weiter, Leute. So, ganz entspannt. Looten erstmal, was geht. Wir brauchen nämlich hier ordentlich Münzen. Und by the way, wenn ihr Tipps habt zu diesem Spiel, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich lese mir besonders bei diesem Video gerne die Kommentare durch, weil ich habe mir sagen lassen, es gibt sehr, sehr viel, dass man irgendwie lernen muss in diesem Spiel, um überhaupt weit zu kommen. Oh. Oh, oh Gott. Yo, was ist das? Hä? Was ist denn Eis? Was ist denn Eis? Okay, wir sind wieder zurück und ich bin jetzt in Zimmer Nummer 4 angekommen. Also einfach weitermachen, Leute, wie bisher. Wir machen einfach weiter und let's go. Ist dieses Monster schon wieder da? Bro, ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie durch diese Tür. Und ich habe, by the way, kein Item, keine Items. Okay, da geht's runter. Na gut. Yo, das ist ja übelst creepy, Alter. Dieser Weinkeller. Ich hoffe, dass hier... Alter, es fängt schon wieder auf meine Haut an zu kribbeln. Aber ja, wir machen mal weiter. Hallo, hat da jemand irgendwas gesagt? Ich habe irgendwas gehört, Leute. Ich habe hier irgendwas gehört. Oh mein Gott. Ist hier jemand? Hello. Ah, yo, das ist der Schalter. Und kommen wir da durch? Ich will hier einfach raus. Ich will einfach raus, Leute. Was ist das denn für ein Hotel? 0-Sterne-Bewertung auf Google? Naja, hat sich die Tür geöffnet? Ja, sie hat sich geöffnet. Okay, dann geht's weiter, Freunde. Let's go. Raum Nummer 6. Yes. Okay, wisst ihr, was creepy ist? Dieses Licht da hinten, das ist übelst unangenehm. Wisst ihr was? Vielleicht war das ein kleiner Fehler, das einfach alleine zu spielen. Ich glaube, man kann es ja mit Freunden spielen, deswegen... Naja, komm, wir probieren mal so weit wie... Oh nein, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken. Okay, ist es weg? Es ist nicht weg, es ist nicht weg, es ist nicht weg, es ist nicht weg. Okay, es ist nicht weg. Vielleicht muss ich mich verstecken oder so? Funktioniert das? Oh Mann, Alter, ich habe meine Hälfte meiner Leben verloren. Ist immer noch da, ist immer noch da, ist immer noch da. Okay, wir dürfen es einmal noch nicht angucken. Alles klar. Bloß nicht anschauen. Ganz entspannt. Okay, also da kann ich nicht hin. Ich sammle einfach alles. Ist das ein Feuerzeug? Ah, let's go. Wir haben Licht. Okay, ich darf es nicht angucken. Wir haben richtig viel Leben verloren. Das ist
echt bitter. Okay, ist hier da was drin? Nee, es könnte nämlich angeblich auch gruselig... Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, Alter, ich muss daran vorbei. Bro, ich muss da vorbei, Alter. So, gib mir Money, Money, Money. Ah, Hilfe, Hilfe. Oh, let's go. Letzte Chance, yes. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Das erste Monster haben wir überlebt. Ich glaube, Leute, ich sollte mein Feuerzeug nicht zu lange anhalten. Wir haben nämlich echt viel verbraucht. So, Hallöchen. Yo, Alter, das sieht aus, als wäre das so ein Gesicht, dieses Ding. Naja. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Warte mal, ist das Leben? Oh, yo, das ist ein Pflaster. Ich glaube, die habe ich gar nicht aufgesammelt gerade. Oh, das war ein Fehler, dass ich das nicht gemacht habe. Aber hey, vielleicht gibt's hier was, was ich zum Heilen benutzen kann, irgendwas. Naja, gut, wir sind schon Raum Nummer 11. Let's go. Go. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Regen, der kommt von da. Bro, ist das gruselig. Alter, was ist das? Yo, dieses Bild da hinten. Es sieht wirklich... Warum kann ich mich, by the way, unter dem Bett verstecken? Oh, da ist meine Hand. Ey, ich habe nur 3 Finger. Hilfe. Ich glaube, das ist das erste richtige Hotelzimmer, wo wir drin sind. Ganz entspannt. Nicht schlecht. Aber hey, wir haben immer einen Kamin. Und dieses Gesicht, das macht mir richtig Angst. Zimmer Nummer 13 ist ja eine Pechzahl. Vielleicht ist da ja was drin. Vielleicht auch nicht. Wir werden es herausfinden. Let's go, Raum Nummer 13. Okay, alles cool bisher. Das ist bisher einer der coolsten Räume, muss ich sagen. Nichts Gruseliges an diesem Raum. Alles cool. Boah, wir sammeln richtig viel Geld. Ich will am besten den Leute gleich einen dicken Sportwagen holen. Wer hat diesen Schrank umgeworfen? Ach, das war wahrscheinlich ein Erdbeben. Ja, 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 ja. Macht klar Sinn, natürlich. Es war ein kleines Erdbeben, Freunde. Keine Panik, keine Panik. Alles entspannt. Ist ja nur ein Kinderspiel. Ist ja nur Roblox, Leute. Es ist nicht gruselig. Nein, alles cool. Okay, wir haben uns immerhin schon mal geheilt. Raum Nummer 5. Warte mal. 14? 15? Das ist weird. Ich glaube, ich gehe am besten in den Raum rein. So, was haben wir hier in diesem Raum? Oh mein Gott! Bro, das ist ein Spiel für Kinder! Das ist ein Kinderspiel! Oh mein Gott! Ich habe wieder Gesundheit verloren. Alter, das ist ein Spiel für Kinder! Yo, das gibt's doch nicht! Ey, ich komme gerade nicht drauf klar, Freunde. Das ist eines der gruseligsten Spiele, die es eigentlich gibt. So, oh mein Gott! Okay, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, wir waren schon in Raum Nummer 14. Ist es ein Fake-Raum gewesen? Es war, glaube ich... Oh nein, es flackert. Warum flackert's? Wait. Ich höre was. Ich höre was. Bro, was war das? Alter, was war das? Soll ich raus? Was passiert? Was passiert hier? Ah! Oh Gott. Hilfe, mein Feuerzeug. Mach ran, mach ran, mach ran. Was war das? Leute, was? Was war das bitte? Was war das für ein Teil? Kann mir das jemand sagen? Ich... help? Ey, das ist doch einfach nur Wahnsinn. Ich kann mir jetzt denken, warum das so eins der beliebtesten Spiele ist. Es ist einfach nur krass. Also es ist auch von der Grafik her, würde ich sagen, echt ziemlich gut. Also muss man wirklich sagen. Du denkst halt nicht, dass du Roblox spielst. Ich würde aber gerne jetzt ein bisschen mehr Inventar kriegen oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Warte, wir sind wieder in so einem Raum. Oh, hier gibt es mehrere Zimmer. Oh, yo, 19, 20. Warte mal kurz. Ist das wirklich... Darf ich da rein? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es diesmal nicht, Leute. Ich probiere es diesmal nicht. So, okay. Erstmal looten. Wow, wir haben richtig viele Schränke. So, nice, nice, nice. Let's go. Oh mein... Ey, ich weine gleich. Ich weine gleich. Leute, das ist ein Spiel. Ich sag's zum 10. Mal, das ist ein Spiel für Kinder. Man kann es aber auch im Handy spielen, glaube ich. By the way, falls ihr mehr Roblox sehen wollt, ey, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Ich finde es persönlich richtig geil, das Spiel. Aber es ist einfach gruselig. Also ich würde es nächstes Mal nicht alleine spielen. Ich glaube, ich würde es nächstes Mal nicht alleine spielen. Alter. Wow, richtig viele Barrene. Wir haben richtig Barrene gesammelt. Boah, Leute, richtig Barrene gesammelt. Nice. Wir haben richtig viel Kohle. Ey, jetzt muss ich die ganze Zeit denken, Timothy, die Spinne, wenn die da drin ist, ich glaube, ich spinne. Darf ich da rein? Oh, wait, da ist eine Schatzkiste. Ist das ein Prank? Darf ich das? Ich habe keinen Schlüssel. Oh, ich brauche einen Schlüssel, um die öffnen zu können. Was wäre denn da drin gewesen? Ich habe mir vor dem Match einen Schlüssel kaufen sollen. Naja. Oh mein Gott. Hey, das ist der zweite Fake-Raum? Wait, what? Ich war doch gerade eben in diesem Raum. Hä? Ich verstehe es nicht. Warum ist dieser... Oh mein Gott, der hat... Darf ich hier raus und wieder rein?
Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Ich versuche jetzt mal. Nein, wer hat da? Psyd, hallo, Psyd, Wer hat da Psyd geredet? Habt ihr das gerade gehört? Da war irgendein Psyd. Wer hat hier Psyd gemacht? Psyd. Ich mach dir gleich Psyd, Bruder, Alter. Oh Gott, ey. Ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt normal durch die Tür gehen? Was wird denn passieren? Also, ich meine, ich kann da nicht durch. Okay. Hä, das ist ja weird. Ich war jetzt schon wieder durch die falsche Tür und jetzt? Oh mein Gott, okay. Leute, ich gehe mal rein zum Entspannen. Alter, das war ein bisschen too much. Wir haben nicht mehr viel Gesundheit. Das war gerade wirklich ein bisschen zu viel für mich. Okay, wow. Raum Nummer 20. Hey, cooler Raum. Nicht schlecht. Okay, oh Gott, warum flackert's? Warum flackert's? Warte, das Monster kommt. Das Monster kommt. Oh Junge, Alter, dieses Monster. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Wenn ich nochmal getroffen werde, dann war's das. Feuerzeug, Feuerzeug, mach an. Dein Feuerzeug hat keinen Treibstoff mehr. Ja, cool. Nice. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich lang gehen soll? Ich sehe hier nichts. Da war ich doch gerade, oder? Nee. Ach, keine Ahnung, Alter. Wo bin ich hier? Bro, wo bin ich hier? Warum bin ich hier? Warte, da war ich doch gerade. Da bin ich durchgegangen. Was sind das da für komische Sachen, die da durchfliegen? Dieses Spiel macht mich fertig, ey. Real talk. Ey, es wird langsam heller. Ah, da geht's durch. Nice. Nice. Okay, sind wir jetzt safe? Ich habe keine Ahnung, Leute, aber ich brauche Licht. Ich brauche ein bisschen Licht, Leute. Ihr müsst mir ein bisschen Support geben. Was muss ich tun? Egal, Raum 23. Weiter geht's. Ha! Alter Schwede. Das war krass. Naja, warte, wir brauchen einen Schlüssel. Oh Gott, wo soll ich denn den nächsten Schlüssel finden? Hier muss es wohl reingehen. Ja, yep, alles klar. Habt ihr Loot, einen Schlüssel, Gesundheit, Leben? Das wäre echt cool. Oh, da ist der Schlüssel. Nice. Okay, Raum Nummer 24. Ich glaube, ich stelle mich nicht so schlecht an. Wobei die Runde echt hart ist, denke ich. Oh mein... Weißt du, ich sag's noch, ich stelle mich nicht schlecht an. Oh, ich kann mich wiederbeleben. Erstmal, Leute, Money, Roblox Money ausgeben. Ich will mich wiederbeleben. Leute, ja. Oh, let's go. Wir sind wieder da. Go. Okay, Freunde, ich bin wieder back. Ich weiß gar nicht, ob wir den Raum geskippt haben. Ich glaube, wir haben den Raum gerade geskippt. Oder wir sind jetzt gerade wieder da. I don't know. Bro, kann bitte alles aufhören, mal umzukippen? Ich höre hier komische Geräusche. Hallöchen, das ist doch ein Zimmer, das ich mir vorstelle. Ah. Wir tippen mal ein bisschen. Okay, liebes Hotel, hiermit reiche ich meine 1-Sterne-Bewertung ein. Ich habe gedacht, dass ich nicht voller Monster erschreckt werde und einmal draufgehe. PS, können Sie bitte das nächste Mal mir Fanta in die Minibar geben? Okay, so, das wird erstmal ausgedruckt und weitergegeben. So, wenn mir normal diese Timothy-Spinne erschreckt, also die war eigentlich am wenigsten gruselig, obwohl die straight aus Azkaban kam. Warte, kann ich das hier öffnen? Was war das? Oh... Nice, ich habe wieder ein Feuerzeug. Okay, komme ich hier durch? Gibt es hier einen Geheimgang? Irgendeinen Schlüssel, Schloss, ein Buch, was ich drücken muss, ein Glas, was ich zerstören kann? Ah ja, das ist ja schon so. Oh, es flackert. Ich glaube, ich weiß, was es heißt. Wenn es flackert, kommt ein Monster. Ist das so, oder? Ich glaube, es kommt ein Monster. Ja. Yep. Nein. Oder? Nee, es kommt kein Monster. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei den Türen. Wo war ich gerade? Ich war bei 28, oder? Welche ist die richtige? 28 oder 29? Ich gehe für 29. Let's go! Meine Güte. Ich falle so oft drauf rein. Gut, dann ist es die 28. Ah, Mann, ey. Ich muss mir merken, in welchem Raum ich vorher war. 29. Oh Gott, was ist das? Rein, rein, rein. Ich höre das Monster. Ich höre es. Es kommt von da. Es kommt. Es kommt! Oh nein! Er macht schon wieder dunkel, ey. Okay, raus hier. Feuerzeug. Let's go. Okay. Freunde, wir sind relativ weit. Das ist ganz okay. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Keinen dicken Fehler. Was ist das? Es ist... Lol, ich hab Dingens... Was bekommen? Dietriche oder so. Ich glaube, damit kann ich was freischalten. Okay, Raum 31. Wir schauen mal. Hallöchen. Ich brauche wieder Heilung. Ich würde am liebsten... Oh mein Gott, was ist das? Bro, was bist du? Kann mir jemand sagen, was das Teil ist? Oh mein Gott, es gibt noch mehr von denen. Hallo? Ey, ich hab Angst. Bro, die flackern mich an. Was wollt ihr? Leute, im Ernst. Hilfe. Help! Was ist das? Wie soll ich darauf reacten? Wie soll ich darauf reagieren? Okay, den Raum kenne ich schon. Da waren wir schon einmal. Ich glaube, wir müssen einfach nur diesen Schalter betätigen. Der war hier. Jetzt ist er nicht mehr da. Cool. Wo ist der Schalter hin? So, vielleicht ist er ja hier durch. Irgendwo hier. Oh Gott, Alter, diese Geräusche. Ich
mal lieber das Feuerzeug an. Ich will was sehen. Hier gibt's nichts. Hier ist kein Schalter. Doch, da ist der. Und mein Feuerzeug ist aus. Cool. Alles klar. Dann können wir jetzt hier durch. Was wird mich jetzt erwarten? Raum 34. Alter, es wird immer gruseliger. Ich laufe einfach durch. Ich laufe einfach durch. Ist mir egal. I don't get it. Mir ist egal. Mir ist es egal. Ich laufe jetzt einfach. Ich glaube, I believe. Man muss einfach believen. Nicht nach hinten gucken. Nicht nach hinten gucken. Was passiert jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bro! Help me! Was ist das? Oh mein Gott! Yo! Plötzlich Nathan Drake, Alter, Uncharted geworden oder was? Oh Gott! Help me! 37! Oh Gott, Alter, ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Oder auch nicht. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich laufe einfach. Nein! Bro, wie hat mich das Teil erwischt? Oh mein Gott. Was? Kann mich nur einmal wiederbeleben? Oh, Bro. Ich spiele jetzt extra für euch nochmal bis zu diesem Raum. Lasst dafür jetzt ein Like da. Wir sehen uns in Raum 42. Okay, Leute. Wir sind wieder an der gleichen Stelle angekommen. Und ich muss jetzt überleben, Leute. Das ist es jetzt. Oh mein Gott. Okay. Schnell. So. Bloß keinen Fehler machen, Leute. Bloß keinen Fehler machen. Schnell. Durchrushen. Rechts ist richtig. Ja. Weiter. 35. 36. Oh mein Gott, Alter. Was geht denn hier ab, Bruder? Das ist einfach ein Actionspiel oder so. 37. Yo. Wir haben es überlebt oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Lauf, lauf, lauf. Ist er immer noch hinter mir her? Oh mein Gott. Leute, ich habe das ganze Spiel jetzt nochmal für euch durchgespielt. Und jetzt sind wir hier in diesem Raum. Ich bin bereits einmal wieder gestorben aufgrund des Rushs. Dieser komische Typ. Junge, ich wurde übelst gejumpscared. Ich habe es euch wohl nicht gezeigt. Aber ja, wir brauchen den Schlüssel jetzt für den nächsten Raum. Mein Ziel ist es, dass wir die 50 schaffen. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Leute, motiviert mich mal in die Kommentare. Gebt mir Tipps zu dem Spiel. Alter, ist das ein krasses Spiel, Leute. Roblox einfach. Also dieses Spiel und Rainbow Friends auch. Richtig krass. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Lasst ein Like da und eine Taschenlampe habe ich jetzt bekommen. Und ich habe den Schlüssel hier. Nice. Okay, komm. Es sind noch 11 Räume. 11 Räume, Leute, bis zu Raum Nummer 50. Komm schon. Warum soll ich da runter? Ich gehe da nicht runter. Es ist mir egal. Ich gehe da nicht runter, Leute. Ich gehe da nicht runter. Okay. Ich habe ein bisschen studiert. Bisschen einstudiert. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir nicht mehr weit entfernt sind von 50. Ich muss darauf achten, Leute, dass hier keine weiteren Monster sind. Okay, 42. Bro, einfach durchgehen. Einfach durchgehen, okay? 42, die haben keine Griffe. Die sind alle fake. Da ist die 43. Weiter geht's. Jetzt kommt die 44. Jetzt sind wir bei den Fake-Räumen. Okay, 44 kommt jetzt. Das kann mich nicht jumpscaren. Da wird nichts kommen. Warte, es flackert. Kommt der Rush? Jo, er kommt. Er kommt. Er kommt. Oh Gott. Oh. Bro, ich habe sein Gesicht gesehen. Für eine Millisekunde habe ich sein Gesicht gesehen. Habt ihr das auch? Okay. Taschenlampe, Bro. So, weiter geht's, Leute. 45. Yo, das ist so ein krasses Spiel. Oh, jetzt muss ich wieder was suchen, ne? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Timmy, bitte nicht erschrecken, Timmy. Timmy, die Spinne. Ich glaube, ich spinne. Oh, nice. Gesundheit brauche ich. Das ist sehr wichtig. So, wo ist denn der Schlüssel? Er muss doch hier sein. Ey, der Schlüssel muss hier sein. Okay, wir bleiben nicht mehr viele Räume übrig. Oh, hier ist Licht. Hier ist der Schlüssel. Okay. Das Spiel gibt einem beide coole Tipps, also dass man da weiterkommt, wenn man zu lange an einem Raum sitzt. Nicht mehr weit, Leute, von der 50. Was wird dann passieren? 47? Okay, es flackert. Weiß es nicht. 48. Oh Gott. Was ist das? 49. I don't know. Wo bin ich? Überlebe halt. And one step back. Was habe ich denn getan? Was habe ich getan? Okay. Lol. Was? Bro. Siren Head! Siren Head! Es ist Siren Head. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Alter, das packe ich nicht. Das ist ein Monster. Das ist Siren Head, Leute. Das ist der Bossfight. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Die Bossmusik, die macht es auf jeden Fall auch noch krasser. Bro, wo ist der Typ? Ich muss mich an dem vorbeischleichen, oder? Da ist er. Der ist da oben. Er ist da oben, Leute. Oh mein Gott. Warte, was ist das hier? Notiz. Okay. Er ist dort. Er sieht mich. Er sieht mich. Er sieht mich, oder? Er sieht mich. Kann er einen sehen oder nur hören? Alter, help me, Leute. Helped me. I need some help. I need some milk. Please. Siren Head, bitte. Siren Head, du kriegst mich nicht, okay? Warte mal. Reagiert er darauf, wenn ich irgendwas finde? Ich habe keine Ahnung, ob er auf Geräusch reagiert. Brauche ich den Globus?
Nein, das war ein Köder, oder? Lol, was soll ich jetzt machen, Freunde? Muss ich da vorne entkommen? Ich habe auf jeden Fall so eine Karte bekommen. Hier stehen so Ziffern. 1, 2, 3, 4, 5 und die verschiedenen Symbole. Aber ich verstehe es nicht genau. Okay, ey, Leute, wenn ich das packe, dann müsst ihr ein Abo da lassen, Freunde. Wenn ich das hier schaffe, aber ich glaube, es wird schwer sein. Ich bin schon einmal gestorben, ich kann nicht nochmal revived werden. Warte, hier ist was. Okay, Buch Nummer 3. Dreieck ist 5. Dreieck ist 5, okay. Wir sammeln einfach diese Sachen. Wir gehen durch die Bücherregale. Bücher, Bücher. Überall Bücher, Bücher. Ich brauche Bücher. Okay, er ist da. Er ist hier. Links oder rechts? Links oder rechts? Er kommt von links. Er ist links. Ich höre ihn. Okay. Leute, ist sehr gut, wenn man mit Kopfhörern spielt. Ich glaube, auf dem Handy würdet ihr richtig Schwierigkeiten haben ohne Kopfhörer. Oh Gott. Er ist wieder da auf dem Weg. Er ist wieder on the way. Er ist wieder on the way. Okay, ich habe wieder was gefunden. Aber ich habe ein Problem. Ich habe ein dickes Problem. Ich habe ein dickes Problem, Leute. Ein ganz, ganz großes Übergewichtsproblem. Nein, ich habe ein ganz dickes Problem. Der ist gleich da. Der ist gleich da. Leute, Hilfe. Der ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Ich glaube, ich bin safe. Nein, ich bin nicht safe. Ich bin nicht safe. Ich bin nicht safe. Ich bin nicht safe. Jetzt bin ich aber safe, ne? Yo, er ist auf der Seite. Alles klar. Wo sind die Bücher? Wo sind die Bücher? Da ist das nächste Buch. Okay, dieses Teil ist Kreis. Sieht er mich? Ich habe keine Ahnung, ob er nur hören kann. Ich weiß es nicht. Wie lauten die Spielregeln für das Monster? Oh mein Gott, Alter. Hai. Ich glaube, ich bin ein Hai. Ich habe 3 Symbole, aber ich brauche noch mehr Bücher. So, warte. Okay. Wait. Wie kann ich das abbrechen? Was sagt nochmal das Buch? Ah, erste Ziffer. Oh Gott. 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 Ich glaube, er hat mich gehört. Bro, bitte nicht. Er ist direkt vor mir. Er ist direkt vor mir. What? What? Q oder E? Oh Gott. Guitar Hero. Nein. Wow, Alter. Das war knapp. Das ist, glaube ich, der schwerste Raum im Spiel, oder? Kann es noch schlimmer werden? Bro, er ist direkt wieder da. Kannst du bitte gehen? Er kann gehen. Okay, er ist gegangen. Er ist gegangen. Alles klar, Leute. So, erste Stelle. Kreis ist 9. Also schon mal 9 und 5. Also, die 2 Stellen habe ich schon mal. Einmal haben wir 9 und 5. Okay, er ist wieder da. 9 und 5. Okay, das letzte versuche ich zu raten, wenn ich noch 2 weitere Ziffern finde. Aber diese eine Zeichen hat gar nicht geholfen. Ich muss wieder runter. Wo ist er jetzt? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo bist du, Siren Head? Ich finde dich. Nein, du findest mich nicht. Der ist ja da. Der chillt einfach. Bro, was ist jetzt gerade passiert? Bitte nicht. No. Ich glaube, ich weine. Ich glaube, ich falle vom Glauben ab. Leute, ich bin so traurig. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich möchte dieses Spiel durchspielen, aber ich werde nicht die 50 Räume nochmal schaffen oder so. Freunde, wenn ihr Part 2 haben wollt, wo wir dieses Spiel durchspielen oder so weit kommen bis 100, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Alter, ich bin gerade so traurig. Ich bin, ey, das gibt's nicht. Warum?